Willkommen zurück, weiter geht's bei Anthem. Weiter in der Dreiergruppe mit Chris und Uni. Und wir legen los, müssen Artefakten, nee, Arkanistenrunen finden. Schauen wir mal. Yay. Ihr seid soweit. Ja. Soweit. Ja. Los geht's mit dem Ladebildschirm. Ladebildschirmsimulator. Jetzt haben wir auch einen normalen Schwierigkeitsgrad. Ja. Letztes Mal war easy, warum auch immer. Mal gucken, wie viele Kommentare unter deinem ersten Video stehen. Also unter dem ersten von dem heute Abend. Dass das ja eh alles zu leicht war, weil wir auf leicht gestellt haben. Ja, ich glaube auch, dass, also, ja. Weil leicht ja auch leicht ist. Ja, aber das. Wir haben es getestet. Ja, genau. Am Ende, weißt du, am Ende des Videos haben wir da großspurig gemacht, das kann man auch auf schwer spielen, das ist überhaupt kein Problem, wir sind die Kings, das war ja voll easy. Schwierigkeit skaliert nicht richtig. Ja, ich werde viele böse Kommentare unter diesem Video haben. Wo wir wieder dabei wären, macht einen Fehler, damit wir die Kommentare machen. Etwas Wichtiges, was er nicht niedergeschrieben hat, da bin ich mir sicher. Also hattest du nur eine Ahnung? Eine Hypothese. Klar. Welche Geheimnisse bergen Sie? Finden wir es heraus. Eine Schweigeminute für den stark verkürzten Ladebildschirm. Ja. Ah, huch, hier wird man jetzt irgendwie automatisch durchgesaugt. Genau, das ist eine Art Gebietswechsel. Das Ladebildschirm. Im Endeffekt ist es ein interaktiver Ladebildschirm, ganz genau. Ist so ein bisschen wie Zugfahrten, die Fahrschulfahrten in Mass Effect. Ja. Und ich bin immer noch im Ladebildschirm, aber ich komme gleich hinterher. Ich werde wahrscheinlich gleich hinterher geportet bei euch. Warum fliegst du eigentlich so langsam? Weil ich auf Chris warte. Da sind wir. Weil ich ein alter Mann bin. Lese mir den Tooltip im Ladebildschirm durch zum 145. Mal. Irgendwas, was andere Arkanisten erkennen würden. Warte mal kurz, bis du wieder da bist, bevor wir weiterfliegen. Wo ist denn, wo also ich bin jetzt drin und auf dem Weg. Ich schwebe noch seit und ich werde gleich den nächsten Ladebildschirm teleportiert. Also zu euch hin und dann bin ich im nächsten Ladebildschirm. Das ist auch so eine Sache, die in Reddit noch und nöcher steht. Dass man halt im Ladebildschirm ist, wenn man im freien Spiel ist, dann im Open oder sowas, dann wird man halt ist man aus dem Ladebildschirm raus und man wird zu seiner Gruppe teleportiert und ist im nächsten Ladebildschirm. Mach dich bei! Ja, ich werde zu euch teleportiert gerade. Bin gleich da. Mann, oh Mann. Immer diese Leute, die mit einer einfachen Festplatte arbeiten weiter. Was können die eigentlich? Wie ist das eigentlich bei euch mit der Performance? Läuft die? Ich meine, gut, Koya hat ja schon einen ziemlich guten Rechner, aber wie ist es bei dir? Ja, so knapp 100 FPS. Oha, okay. Also ich habe es bei mir auf hoch gestellt. Also wirklich auf dem Headset hoch. Und ich habe tatsächlich meine 60 FPS, obwohl ich einen recht alten Rechner habe. Neue Grafikkarte, ziemlich gute, aber der Rechner an sich ist schon recht alt. Aber gut, ich spiele aber auch auf Mitteln oder beziehungsweise Low zum Teil. Ich will mich nicht beschweren, okay. Aber aua! Und schon beim Schießen. Sind die plötzlich zu schwer, Koja? Ach, halt die Klappe! Du kannst mal noch rumfliegen und dann die Nahkampf-Taste drücken. Ja, hab ich ja probiert. Ich hab nur vorbeigeschlagen dabei. Ach so. Widerliche Dinger. Also gut, finden wir die Markierung. Was? Markierung? Markierung finden. Wahrscheinlich da oben. Die Markierung, du bist nicht die Markierung. Ja, wie ungewöhnlich. Ah. Das habe ich schon einmal gesehen. Das löst nur mit dem richtigen Reiz aus. Und zwar? Ein Energiewechsel. Wenn er stark genug ist, erfassen die Kabel das und die Markierung wird aktiviert. Ja, ja. Wie ein Feueralarm? Exakt. Das Gestalterobjekt an diesem Marker ist für Echos gemacht. Verstanden. Legen wir Feuer. Oh, 12 Echos, okay. Es funktioniert, aber die Markierung wird erst durch einen größeren Energiewechsel aktiviert. Wir brauchen mehr Echos. Hallo Echo! Wo sind die denn Echo. Alle? Echo! Also soweit ich weiß, kommen hier gleich relativ viele Viecher, die davon angelockt werden. Okay, ja, dann loote ich so lang. Genau. Ansonsten könntet ihr losfliegen, die Echos holen, weil ich glaube, die kommen dann auch immer so lange, wie die Echos da, noch zu suchen sind. Ich finde doch kein einziges Echo gerade. Ich bin auch da noch im Suchen. Dito! Ihr sollt 12 sind hier, aber. Die sind hier hinterm Berg quasi. Aua! Also, je mehr Striche du oben hier auf diesem Radar hast, desto mehr bist du da dran. Wir müssen da. Hier ist zum Beispiel eins.
Dass sie so weit weg sind, hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Normal waren die ja immer sehr nah. Einige sind sogar unter Wasser, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, da leuchtet was. Eine geniale Verwendung von Gestalterdynamik. Ich manipuliere die Markierung, um etwas so Einfaches wie einen Energiewechsel zu erfassen. Ja. Hab ich. Ne, hier ist noch irgendwo ein. Wir müssten in der Nähe sein. Da müsste eigentlich auch mal. Ach, da ist eins. Oh, das sind Steuerung unter Wasserträge. Mann, wieder. Der ist da oben. Okay, ich habe auch ein Azure. Was glaubst du, wird passieren, ich hab drei. Mit zwei. Das weiß ich nicht genau. Aber meiner Theorie nach erfahren wir etwas über die verborgenen Runen. So, dann da lang. Ich hab hier einiges gehabt. Ich hab Feinde gefunden. Ihnen das Herumlungern. Die sind bestimmten Energiearten gegenüber empfindlich. Muss wohl auf ihre Insektenphysiologie zurückzuführen sein. Ich frage mich, ja. Ob... Ich bin gerade irgendwie beschäftigt mit Heist. Oh, ja, natürlich. Was, habt ihr da Probleme oder wie? Ich hab Scar gefunden. Ich war einfach nur Echo gesucht und das ist Scar. Probleme würde ich nicht nennen. Ich flieg gerade mal zu euch zurück und bringe zwei Echos mit. Au. Ich hab's auch zwei. Ich bin überhitzt. Das ist gut. Ich komme mal zu euch. Wer wird denn gleich überhitzen? Getting hot in here. Wer ist denn so hitzkopfig? Wo muss man die eigentlich abliefern, die? Au. Bei dem Geschwubbel, dass wir gerade, diese Markierung, die wir gerade gefunden hatten. Ja, ja, die finde ich nur gerade. Das ist die blaue Markierung gerade noch. Die wird dann langsam wieder durch. Ich nehme gar nicht jeden Baum mit. Ich nehme auch Steine mit. So. Jetzt finde ich euch wieder nicht. Wir sollten uns nie wieder aufteilen. Du fliegst quasi vor mir weg. Ja, okay. Guck mal, da bin ich doch. Da bist du, genau. Dieses Blau wandert immer. Ja, das stimmt. Das sind im Endeffekt Waypoints. Wenn du eins erreicht hast, kommst du in der nächste. Nur dann eben. Aha. Aber. Ach, das geschoben da oben. Genau. Da kommt. 8 von 12 ist doch. Die Energie verlagert sich. Wie viel habt ihr so? Ich habe gerade 2 abgegeben und dann habe ich dich besucht. Die Helmtests dauern. Die Helmtests, ja genau. Ich will ja nur gucken, wie gut die so sind. Ja, die Koja-Version von einem Elchtest. Mit einem Javelin. Ach, Sunny hat schon wieder Spaß, sagt er, ja? Ja, ja, minimal. Ich hab Spaß! Was ist hier los? Ja, Echo, du bist eingesperrt? Ja. Pass dich nicht vor. Okay, ich muss sie erst kaputt machen. Na dann. Lass sie mir! Mach sie fort! Ja! Holen wir diese Echos! Alles explodiert. Alles kaputt. Das ist irgendwie unsinnig. Wie Angelköder für Freelancer. Ah, clever. Haha! Das respektiere ich irgendwie. Hopp, hopp, hopp. Koja war eher da, ey. Hier vorne ist noch einer, für jeden einer. Hier, komm. Noch einer. Ja, hervorragend. Ich bin euer Leibfächer. Der Leibfächer. Du bist der Leibfächer. Das ist genau cool. Der, das habe ich gesagt. So, jetzt hier rechts ist noch irgendwo gehabt. Uah, was ist hier los? Hopp. So. Ich werde da mit einem Whitney Houston Song im Hintergrund vor euch hechten, in Zeitlupe.
Nein. Aber ja, das weiß ich zu verhindern. Indem du, weiterhechtest? Nee, indem ich Discord-Bann ausspreche oder sowas. Obwohl bestimmt auch ganz viele das sehr gerne hören würden. Wenn du ein bisschen Mariah Carey für uns trällerst. Das bezweifle ich sehr. Sehr. Nun, Arkanisten suchen Wahrheit, aber die Zeit verdreht die Wahrheit. Versteckt sie. Das Manuskript ist ein Fenster zu einer sehr alten Wahrheit. Ich habe ein Echo bei mir. Ja. Ich habe zwei, glaube ich. Ich habe eins. Dann müsste es genau reichen. Wir kriegen jetzt auch kein weiteres angezeigt. Insofern, ich stürz ab. Mayday! Mayday! Black Hawk down! We are sinking, we are sinking. What are you thinking about? Ach, da war das. Ja, ein Stockwerk höher. Alles wartet auf Etuyas 2. Hat er doch die Klappe. Ah, der dümpelt da unten gerade nach oben. Er hat ein Hitzeproblem. Ich bin halt so ein Hitzkopf. Es hat geklappt. Die Markierung wurde ausgelöst. Durch den Arkanisten Feueralarm. Exakt. Was? Ja, ach so, da kommt die Kugel unten. Hitze, Hitze. Na komm, geh schon mal raus. Was? Wer hat denn da den Ladebildschirm nicht? Was? Ladebildschirm? Skopier. Ich bin in den Ladebildschirm geflogen. Warum? Verbindung. Nein! 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 Ich bin auch im Ladebildschirm geflogen. Warum tut ihr sowas? Ich auch. Jetzt allein. Ich bin auch im Ladebildschirm. Ja, ich habe gerade Fehler beim Laden der Anthem Live Service zu starten. What? Alter. Jetzt haben wir schon Rage mal. Mode. Ja, aber echt. Spiel ist fertig, eindeutig. Ladebildschirm, Ladebildschirm. Nee, Verbindungsproblem, Verbindungsproblem. Oh, Ladeverbindungsproblem. Fehler beim Laden der Anthem Live Service starten. Ich hasse es. Ich hab die Daten hier auf meinem Computer. Du hast eine bestehende Sitzung verlassen. Möchtest du dich erneut anschließen? Verbindungsproblem, unbekannter Fehler. Beruhigt mich, dass ihr die Fehler, die auftreten, nicht kennt. Verbinde mit Online-Services? Ja, er sagt gleich, dass wir aus einer Mission rausgeflogen sind und ob wir uns da neu verbinden wollen. Und dann möchtest kann man du auf dich erneut verbinden? Mache ich gerade. Oh, ihr seid sowieso früher da als ich. Nein, weil ich bin noch am Laden, weil unbekannter Fehler. Noch im Laden? Bringst du was mit? Erwartung. Ja, ich hoffe nicht. Also, ich hoffe nicht. Ich hoffe, wir kommen jetzt da wieder rein. Also, noch Loch lädst. Also, ich habe keine Fehlermeldung. Für eine Serverwartung möchte ich doch bitte vorher eine Ankündigung und nicht irgendwie von jetzt auf gleich einen Server abgeschaltet haben. Ja, denke ich auch. Dass da irgendeine. Obwohl. Haben die da so Statusmeldungen? Habe ich noch nicht gesehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es nicht gebacken kriegen, mir groß über den Bildschirm einzublenden, dass der Server sich in 15 Minuten herunterfährt. Also, ich bin wieder im Spiel. Ja, ich bin auch gleich hoffentlich im Spiel. Also, bei mir dauert es ein bisschen noch. Gebt jetzt nicht so an mit euren SSDs. Aua. Längst dabei. Oh. Okay. Ich bin ich. Du Angeber. Seid ihr auch hier in der Gruppe? Ja, seid ihr. Sehr gut. Jetzt hab ich gerade das mit dem Angeber gesehen. Ich kann's nachvollziehen. Wie einfach alles eskaliert. Ich hab doch nur die normale Fähigkeit genutzt. Das ist echt stark, der Storm, ne? Die halten noch nichts aus. Ja, der Storm ist völlig doch nicht scheiße. Ich stürm. Ich bin echt. Bei Koya auf dem rechten Bildschirm, ja, wie er spielt und alles wegschnitzelt. Ich gucke auf den linken Bildschirm und sehe einen Ladebildschirm. Ein Ladebildschirm, ist doch schön. Ja, und ich, die sind schon richtig so dick, wir gehen abends auf Bierchen zusammen. Okay. Alter Vater, jetzt macht mal hier ein bisschen halblang. Ah, ich bin auch da, ey. Aua. Ich bin euer Bodyguard. Das ist sehr nett. Super.
Ein bisschen Schild wäre jetzt cool. Bisschen Munition wäre cool. Munition ist überbewertet. Ah, das Schild. Hey, das ist Muni. Ach, egal. Muni ist auch nicht schlecht. So. Theoretisch hätte ich die Ulti, aber die behalte ich nicht, wa? Ja. Muss auch Spaß raushauen, aber... Ich stand gerade im Chat, bye-bye grüner Loot. Glaube nicht. Munition ist auch grün, deswegen. Nee, grüner Loot, den hat doch vorhin. Aber ich glaube, der ist erhalten, weil wir jetzt hier wieder reingejoint sind. Uns zurückgelassen haben. Oh, es gibt eine Warnung, wenn Server gewartet werden. Das ist ja super. Ach du Scheiße, was ist jetzt los? Ach, die Ruhe diese... Ja. Geschafft! Hm. Äußerst seltsame Energiesignale. Ja, quasi Dinge einsammeln. Was genau sind sie? Level ist das Level Quest Design. Und vergessene Technik. Wenn ich mir vorstelle, dass der Schlüssel zu meiner Arbeit die ganze Zeit vor meiner Nase lag. Hast du's? Ja. Die Energie beginnt zu schwanken. Soll das heißen Beeilung? Ja. Das sollte reichen. Aber ich glaube, ich weiß, wie wir mehr dieser Runen finden. Glaubst du, sie werden hilfreich sein? Ja, wenn du wieder in Fort Harsis bist, erkläre ich alles. Aber zuerst... Danke. Diese Runen sind der Schlüssel, um das elysische Manuskript aufzuspüren. Da bin ich mir sicher. Mission abgeschlossen. Au. Der Blitzdings. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich finde es ein bisschen traurig, wie die Missionen aufgebaut sind. Ja, es ist viel zu Stelle XY, schieße alles über den Haufen, was sich bewegt, sammel X Komponente ein, schieße noch mehr alles auf den Haufen, was dann auftaucht, und sammel noch mehr X Komponente ein, wie wir es gerade hatten. Ja, das Missionsdesign ist relativ simpel. Also cool, ja. Finde ich die Geschichte, wie sie erzählt wird. Absolut. Aber im Rahmen dieser Geschichte, die sehr, sehr einfallsreich ist, sag ich mal, ist es sehr wenig einfallsreich, was man machen muss, weil es mündet immer wieder in, sammelt diese bunten Kügelchen, die da rumfliegen ein, diese Energiekugeln da, keine Ahnung, wie die heißen nochmal. Ne, das haben wir jetzt schon x-mal gemacht, aber für unterschiedliche Sachen. War auch in der Demo ein paar Mal gefordert. Da könnte man sich sicherlich Besseres einfallen lassen, glaube ich auch. Ja, also es ist mir zum Beispiel durch den Kopf gegangen, man könnte auch einfach mehrere, nenn es mal Nester oder Dörfer quasi haben, weil die Welt ist ja im Endeffekt vollständig leer, bis auf das Fort Tarsis. Weil man da Leute hätte, keine Ahnung, oder auch einen gestrandeten Piloten oder sowas, der dann sagt so, hey, hier, ich bin hier gestrandet und wir haben Scar, keine Ahnung, meinen Energiekern geklaut, so und wir zurück. In der Open World noch genau. Questgeber hätte es quasi. Genau, es gibt ja die World Events, das will ja nichts anderes, ne? Und dann läufst du halt dahin, schießt die Scar beim Haufen, findest dann den Energiekern und trägst den aber, und dann ist es wie bei Sea of Thieves, dass du, wenn du den trägst, aber nicht schießen kannst und nicht fliegen kannst, sondern du musst halt laufen. Und dann ist es natürlich auch sinnvoll, wenn du ein Team dabei hast, das sich verteidigt. Ansonsten müsstest du den Kern immer hinlegen und dann eben drumherum alles abschießen und weiterlaufen. Das alleine wäre ja schon eine viel dynamischere Sache und würde das Teamplay verstärken. Und sowas fehlt ja so ein bisschen. Ich hoffe aber, dass sich da BioWare ein bisschen was von anderen Service Games und MMOs abschauen. Ja, also mit Events wollen sie ja einiges machen, aber ob man jetzt in der World auf einmal dann Questgeber findet, klar, dafür ist das Spiel nicht designt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch was kommt. Ich sag mal, die World Events gibt's ja. Da jetzt eine Figur hinzustellen und zu sagen, hör, pass auf, wir wollen gerne was. Keine Ahnung. Mal gucken, ich glaub's nicht, aber schön wär's, ja. Erhöht sämtlichen Schaden um 35% des Grundwertes und erlittenen Schaden um minus 35% des Grundwertes. Das heißt, ich krieg weniger Schaden und mach mehr Schaden? So habe ich das auch verstanden, ja. Ja, das ist gut. Nehme ich das. Wusstest du dir, dass du dir sowas auch selber herstellen kannst? Ja. Habe ich mir noch nicht angeguckt, das Crafting. Aber ich habe eine Level 7 Waffe in grün bekommen. Ist doch ganz nett. Oh ja. So, worin möchtest du gehen? Startrampe, Schmiede, Fort Tarsis. Gehen wir erstmal in die Schmiede.
Worum geht es in Anthem, wird gerade im Streamchat gefragt. Ist es ein Destiny-Verschnitt? Ich kann das leider mit Destiny nicht vergleichen, aber was ich so bisher gehört habe, ist, dass es eigentlich schon, also schon anders ist. Oder ich weiß nicht, hat jemand von euch beiden Destiny gespielt? Ja, ist ja frei gewesen eine Zeit lang im Battle.net, deswegen habe ich es dann auch gehabt, Destiny 2, und auch mal angespielt für, weiß ich nicht, 10 Stunden oder so. Es ist schon, also die Ähnlichkeit ist natürlich da, allein weil es ein Science-Fiction-Looter-Shooter ist, um mal das Wort fallen zu lassen. Es hat meiner Meinung nach einfach ein bisschen mehr typisch BioWare-Story, die man nachverfolgen kann. Die ist ja bei Destiny völlig absurd und eher mittelmäßig erzählt. Ansonsten geht es halt auch natürlich darum, Missionen anzunehmen, durch die Gegend zu gehen, auf alles zu schießen, was sich bewegt, und den Loot einzusammeln. Aber das ist nun mal die Motivationsspirale in solchen Spielen. Das ist dann aber auch, da war es dann. Also es ist Science-Fiction, es ist ein Looter-Shooter, und da ist es dann aber auch gewesen mit der Ähnlichkeit. Es wird im Third-Person gespielt, im Gegensatz zu Destiny, und es hat halt diese Javelins. Ja, und das ist ja schon, allein durch das Gameplay unterscheidet sich dann schon ganz schön. Echt? Aber natürlich kann man sagen, es ist die EA-Version von einem Destiny, weil natürlich wollen die auch da in dieses Service-Game, also ein Spiel, das man möglichst lange und langfristig spielt, wollen die da natürlich auch mit einsteigen. Ja, natürlich irgendwo nimmt es schon dieses Konzept, die Grundidee dahinter nimmt es natürlich auf. Ja, das ist schon richtig. Aber ich finde es immer irgendwie schade, wenn man sagt, das ist wie das. Es ist natürlich, ja, weiß nicht, du kannst auch bei jedem Hack'n'Slay sagen, das ist wie Diablo, weißt du, so. Genau. Ja, und bei jedem MMO kannst du sagen, es ist wie WoW. Also ja, halt, irgendwo hat man immer eine Blaupause für bestimmte Genres. Bosse hier sehen teilweise aus wie die gute Rasse in Destiny. Ja, das mag einfach einem gewissen, Trend im Science-Fiction-Design daran liegen. Also ich meine, wenn du die Science-Fiction-Filme und Malereien aus den 60ern anschaust, sieht sich auch alles sehr ähnlich. Hm. Irgendwo nähert sich das immer an. Hier ist es natürlich ein sehr, natürlich viel auch an Iron Man natürlich angeguckt, also dann die Marvel-Filme vor allem. Und natürlich dann eben am Apple-Design, nenne ich es immer gerne. Also, ne, alles rund, clean, weiß. Ja. Daran ja. Wird sich halt, das ist so der klassische technische Science-Fiction. Halt auch dieses Warframe wieder, das hast genau, du dann halt auch. Ja, und dann du, ja, ich, wie gesagt, wenn man jetzt Science-Fiction hat, dann gibt es immer Vorbilder, die dann unfreiwillig, freiwillig, wie auch immer auftauchen. Man könnte jetzt auch sagen, das Dominion, ja, wieder ein Imperium, wie wir es eben schon hatten, dann, ne? Ja. Ist wieder wie Star Wars, der böse Imperator und das Imperium und hast du nicht gesehen. Und, ja, ne? Aber es ist halt irgendwie. Ja, man könnte auch sagen, es wäre natürlich mal mutiger, was ganz Eigenes zu schaffen, mal einen Weg zu gehen, den vorher noch keiner eingeschlagen hat. Aber dann fühlen sich halt wieder viele nicht wohl. Das haben ja auch einige MMORPGs probiert, mal einen ganz anderen Weg als WoW einzuschlagen. Und dann haben viele gesagt, oh, ich komme mit der Steuerung nicht zurecht. Und warum machst du das nicht so wie WoW? Dann war es umgekehrt, ne? Ja. Und ja, ne, wie du es machst, machst du es den Leuten nicht recht. Das ist dann halt schwierig. Dafür liebe ich halt auch die Indie-Studios, die einfach mal Games machen, die wirklich völlig ab vom Mainstream sind. Und dann hat vielleicht eines davon mal wieder Erfolg und dann kommt ein AAA-Studio auf die Idee, um das dann auch mal so zu machen. Richtig, wo wir bei Warframe ja ist. Ne? Also wenn Destiny und Warframe ein Kind gezeugt hätten, dann wäre das wahrscheinlich Anthem. Ich finde auch, also es ist ja auch nachvollziehbar aus einer gewissen unternehmerischen nicht, dass man da natürlich nicht ein großes Risiko eingeht und erstmal was völlig Neues auf die Beine stellt. Es wäre zwar wünschenswert, aber irgendwo nachvollziehbar, dass man nicht das Risiko eingehen möchte, die meistens dann ja auch, sind es dann ja Aktienunternehmen, irgendwann die Aktienhalter zu enttäuschen und zu sagen, hey, wir machen jetzt eine riesen Geldausgabe dafür. Ob jetzt Aktien oder nicht, aber du musst dir überlegen, dass eine Produktion von einem Spiel wie dieses hier mittlerweile ja eher Millionen kostet. Und, und im Bereich der Hollywood-Produktion quasi angesiedelt ist. Ja, siehe Red Dead Redemption, ne? Und sowas zum Beispiel. Und dann ist es natürlich in der Tat ein Risiko, was ganz Neues auszuprobieren. Ja, dann kopiert man lieber was schon mal war. Ich muss mit Matthias reden. Das machen wir. Guten Tag. Wolltest du uns gleich nochmal eben wieder einladen? Großartig. Mach mal. Du bist hier. Matthias, brauchst du was? Ob ich was brauche? Oh, nein. Ich habe was. Erinnerst du dich an die seltsame Energie, die Runen ausgestoßen haben? Ich erinnere mich, dass du etwas erwähnt hast, während ich sie gesammelt habe.
Ich konnte das Energiemuster isolieren und identifizieren. Ich habe es an deinen Krypter geschickt. Der mir jetzt helfen kann, diese unsichtbaren Runen zu finden. Die der Schlüssel zu einem weiteren unergründlichen Mysterium sind. Ich soll also noch mehr davon suchen. Ja, je mehr, desto besser. Wenn ich genug davon habe, finde ich ganz sicher heraus, wo das elysische Manuskript ist. Ganz sicher. Ich habe einige Anhaltspunkte. Sehr vielversprechend. Wir hören uns. Alles klar, Matthias. Sauber. Also wir können dann nebenher weiterhin schauen, diese Runen zu finden, wahrscheinlich während der Mission. Dann machen wir jetzt mal hier beim... gibt's noch was zum Cortex? Storm, das ist der von Sunny, der Kampfanzug, der Javelin. Der Storm ist das neueste Javelin-Design. Oh, Sunny geht hier, ist hip im Trend. Ja. Und er verwendet Siegel mit Emberkernen, um sich der Macht der Elemente nutzbar zu machen. Seine Fähigkeiten, oberhalb der Kämpfe zu schweben, macht seine schwebende Panzerung wert. Ich glaube, das hat man schon durchgelesen, als es darum ging, den Javelin auszuwählen. Ultima ist der Elementarsturm. Bei voller Energie meistert der Storm die Elemente und wird immun gegen Schaden. Wenn er die Ultima einsetzt, wird ein Elementarsturm im Zielgebiet heraufbeschworen, das mit seinen Effekten alle trifft, die sich daran befinden. Kurz darauf manifestiert sich ein Meteor, der im Zielgebiet, der im Zielgebiet einschlägt, gewaltigen Schaden verursacht und die Kettenkombo auslöst. Na klar! Ja! Du Mensch, bist einfach ein bisschen OP, Junge. Nee. Ich nicht. Ihr seid nur unterpowered. Genau. Mensch. Ihr seid nur Low-Bobs. Super. So, die Hymne der Schöpfung. Die Quelle purer Schöpfung, die die Gestalter nutzen, um die Welt zu erschaffen. Die Hymne existiert seit Anbeginn der Zeit und zieht sich durch alle Aspekte der Essenz, der Existenz. Die Hymne sowie ihr Ursprung, ihre Grenzen und die Frage, ob Menschen versuchen sollten, sie zu nutzen, waren oft das Thema vieler hitziger Diskussionen. Einige glauben, dass sie nicht mehr als eine Geschichte und ein Mythos ist. Der berühmte Arkanist Midirenes bemerkte, die Hymne ist weder Spielzeug noch Werkzeug. Sie dient niemandem außer sich selbst. Die Hymne wird immer eine unergründbare und stetig wandelnde Melodie sein. Sie hat einen Willen. Sie muss erschaffen, um ihrer Schöpfung willen. In diesem Sinne muss sie auch zerstören, denn Schöpfung und Zerstörung sind lediglich zwei Schneiden desselben Schwertes. Die Hymne kann nicht gebändigt werden und der Gedanke, dass sie kontrolliert werden könnte, ist unvorstellbar. So. Sehr schön. Dann ist jetzt nur die Frage, wir haben doch noch eine Mission eigentlich. Also zum einen lade ich euch erstmal wieder ein. Team, Spieler einladen. So. Einmal und nochmal Inni. Ja. Und zum anderen frage ich mich gerade, wo habe ich denn so eine Questübersicht? Ich müsste ja eigentlich die eine Quest von der Frau dieser Dings, mit der noch das zweite Mal gesprochen bei ihr? Nee, die hat ja noch die eine Mission gehabt. Die habe ich jetzt ja noch nicht gemacht. Warte mal, jetzt steht da auch Beginn der Expedition nochmal erhalten. Was passiert denn dann? Nee, das sind nur die Ruinen. Das ist es nicht. Wo waren die? Ja, ist eine Glaskanone, der Storm steht jetzt auch gerade im Chat. Das stimmt natürlich. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, als würde der jetzt irrsinnig mehr Schaden kassieren eigentlich. Doch, tut er. Aber du hast doch das starke Schild, oder nicht? Ja, aber nur, wenn ich schwebe. Wenn ich auf dem Boden bin, habe ich null Chance. Okay. Da falle ich um wie eine Fliege. Ja, tatsächlich. Den spielt meine Freundin auch. Da steckt schon ganz schön ein. Also mit dem in Nahkampf gehen ist Wo ist denn der Cortex nochmal? Unter welcher Taste? J, glaube ich. J. Journal. So, dann. Bibliothek, Postfach, Tutorials, Tagebuch, Agentenaufträge. Genau, das Ding da. Wie? Welchen die jetzt ausgewählt? Oh, verlassen, verfolgen, F. Kritische Ziele, Hilfestellung. Würde das dauern bis, okay, mit Freelancer Yarrow, mit Sentinel Prinrin, mit Arcanist Matthias reden. Mit Freelancer Yarrow reden müssen wir noch. Okay, und die vorsorglichen Präventivmaßnahmen müssen wir auch nochmal. Okay, da kriegst du dann alles.
Und da sind sie jetzt aktiv. Und jetzt könnte ich die Expedition beginnen. Das ist doch fantastisch. Wir sehen uns in der nächsten Folge von der Tube wieder. Im Stream geht es selbstverständlich weiter. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.